Fußabdrücke im hohen Gras, malerische Wasseroberflächen und lebensgroße Porträts können jetzt in der Stadtgalerie Klagenfurt betrachtet werden. Der deutsche Künstler Jochen Hein stellt hier seine Landschaftsporträts aus. Dabei werden die Besucher dazu eingeladen, in andere Welten abzutauchen. Was erwartet die Besucher? Eine eigene Welt. Jochen Hein, seine Werke haben mit der realen Welt eigentlich nichts zu tun. Es wird eine andere Welt präsentiert und das ist auch sein Ansinnen, sozusagen seine Bewusstseinsbildung, dass man die Welt auch aus anderen Augen betrachten kann und dass man sie auch anders sieht. Seine Inspiration holt sich der Künstler aber aus dieser Welt. Dabei ist er stets auf der Suche nach den ersten Bildern aus seinem eigenen Leben. Tatsächlich ist es so, wenn da vorne zum Beispiel der Husumer Schlosspark ist, durch den ich schon als Dreijähriger gekutschert wurde, oder als 15-Jährige das erste Mal mit Erwartung nach Lust und Liebe unter Baum gelegen habe, dann ist das ein erstes Urbild. Oder wenn es die große Nordsee ist, der ultimative Sturm, gab es sicherlich irgendwann das erste Mal, dass ich vor diesem blanken Hans gestanden habe und gedacht habe, oh, das ist das Jenseits, direkt vor meinen Füßen. Naturerfahrung, überwältigende Begegnung mit Menschen und nach denen suche ich, die möchte ich wieder freilegen. Grün, Blau und Schwarz. In diesen Farben präsentiert Jochen Hein seine Urbilder den Besuchern. Es scheint nicht so, wie es ist. Also es sieht zwar nach gegenständlicher Malerei aus, aber es ist eine Mischung aus Abstraktion und Figuration. Und was man zur Ausstellung auch sagen kann, es ist ein Dreiklang. Es tauchen die Farben Schwarz, Blau und Grün auf. Das heißt also, Schwarz steht fürs Porträt, Blau für die Meeresoberflächen und Grün für die Parklandschaften. Auch der Künstler selbst sieht seinen Zugang zur Wirklichkeit sehr speziell. Was ist Wirklichkeit? Was sehen wir überhaupt? Also für mich ist das Rätsel unseres Daseins in die Oberfläche eingeschrieben. Und dahinter gibt es insofern nicht wirklich. Das Unsichtbare ist unsichtbar. Das, was ich sehe, was ich meine zu verstehen, ist nichts anderes als meine Absicht, die ich, wie gesagt, zur Welt trage. Das, was ich letztlich jetzt dann zeigen kann, was ich wiedergeben kann, ist natürlich etwas ganz anderes, ist nur eine Annäherung. Eine Annäherung an Jochen Heins Werke wurde auch in die Tanzperformance gepackt, die bei der Ausstellungseröffnung aufgeführt wurde. So entstand an diesem Abend eine Einheit aus Tanz und Malerei.